Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 34 von Soma, präsentiert von Celine Ecke, Queen Nerdy Dalla. Ich mache diese Ansage im Pausemenü, weil wir verfolgt wurden gerade und ich nicht weiß, wenn ich jetzt hier rumquatsche und Ansagen machen und so, ob das Vieh dann weg sind wir. So, wir müssen in die Living Quarters. Ach, da hinten ist jetzt zu. Alles klar. Ah, da kommen wir eh nicht mehr raus. Alles klar. Wir haben Speicherpunkt. Okay, den müssen wir jetzt auch sparen können. Wir gehen jetzt in die Living Quarters rein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob sich dieses Vieh irgendwie durch die Gegend beamen kann und vor uns da ist oder so. Werden wir jetzt gleich sehen, gehe ich mal von aus. Da ist wieder so ein Wow. Das leuchtet auch. Das heißt also, wir können das aktivieren. Ich mach das mal zu, ne? Oh, fuck. Okay. He won't stop. Ey, ich hab so ein bisschen die Befürchtung, dass das so ein Future Us ist. Oh, oh. Okay. Johann Ross. Können wir nicht rein. Was ist das? Storage. Dude. Give me a fucking break here. Alright? Angeschlossen. Soll das abgeschlossen heißen? Critical System Failure. Was ist das hier? Ich geh mal rein. Was ist denn das da? Oh mein Gott! Oh wow, das geht mir voll auf den Sack. Also, so angstmäßig. Well, you know, lass mich mal. Komm, Ruhe. Nee. Okay, das hört nicht auf, da mache ich mal lieber wieder auf. Oh wow, ist das nervig. Was ist das? Oh Gott, hier versteckt sich einer. Ey, Alter. Jetzt sage ich Alter. Ich hasse es. Ich sag immer Alter, wenn... hör mal auf jetzt. Ja, wow. Holy shizzle. Alright. Dann gehen wir mal in die Storage. Mal sehen, ob jetzt hier auch so ein Shizzle abgeht. Na? Ach, du liebes Bisschen, ey. Das ist ja der Horror hier, was hier abgeht. Ne, ich glaube, hier kann ich nur alles angrapschen und mich eventuell hier verstecken. Aber ich höre da doch so ein Atmen. Ist hier einer versteckt? Oh, ist das schrecklich. Ich weiß nicht, ob ich das Wow da hinten mal anfassen soll. Ich fasse es mal eben an. Huh. Sie wird alles verschlingen, wer sie. Ja. Dive Room. Dispatch. Wo kommen wir her? Wir kommen da. Ich gehe mal erstmal hier lang. Oh Gott. Hier geht's weiter, alles klar. Okay. Vital Transport Line. Transport Line, nicht Transport Line. Assembly Access, Lounge Side. Oh mein Gott, was geht hier ab? Was kann ich mir denn hier mal anschauen, hm?
Übertragung. Ach du liebes bisschen. Ich versuche die mal anzurufen. Okay. Ich rufe mal Omikron an. Er sagt überall offline. Verbindung nicht herstellbar. Liz? Okay. Auch nicht. Alright. Comlox. Ausgehend. Bla bla bla. Okay. Muss ich mir die Daten überhaupt merken? So am 2.4.2103 ist das und das passiert. Hier haben wir nicht gesehen, dieser Yoshiba oder wie der hieß? Ich habe keine Ahnung. Türverriegelung. Ach Gott, alles klar. Okay. Cool, danke. Gutes Zeichen, oder? Pfeilstatus. Tunnelöffnung. Pfeilbereich. Startplatz okay, Einsatzstelle okay, Assembler okay, Standort vollständig betriebsbereit. Omega WK. Weltraum. Ah, Weltraumkanone. Ah, da können wir die Arche. Adiosos. Nutzlast 10 Tonnen. Geschwindigkeit 42.000 Stundenkilometer. Okay, wir haben jetzt irgendeine Tür durch Magic aufgemacht. Kann ich das lesen hier? Ja. Post-Impact-Notizen. 12. Januar. Kleinere Strukturschäden. Funkverbindung verloren. 17. Januar. Kommunikation wiederhergestellt. Omikron und der Rest von Pathos 2 sind in Ordnung. 3. April. Funkverkehr im gesamten Standort zusammengebrochen. Lumar-Sonde verliert immer wieder die Verbindung. Dringende Reparatur erforderlich. Bis der Link funktioniert, kann Tau die Aufzugsplattform nicht einholen. 11. April. Besuch von SSI Volcek, Dahl und Holland. Einführung eines Systems zweiwöchentlicher Kontrollen bis zur hundertprozentigen Wiederherstellung der Kommunikation. Lumar. 13. September. Evakuierung von Tau angeordnet. Wir brechen alle nach Omikron auf. 15. September. Sinn vor Monstern umgehen und ohne Funk. Wir sind im Arsch. Heißt das nicht am Arsch? Vielleicht waren die auch im Arsch. Man weiß es nicht. Alright. Hier kommen wir nicht mehr lang. Wir haben jetzt, wie gesagt, da hinten... Ja, die Tür ist jetzt... Die ist jetzt... Oh Gott. Nee, wir gehen jetzt hier... Oh, na. Dive Room. Oh, gucken wir mal. Die war, glaube ich, schon vorher auf. Nee. Da gehen wir dann gleich nochmal rein. Infirmary. Oh Gott, da sehen wir doch... Da kann man auch hoch. Moment. Ich lasse die Türen nochmal auf, wo ich nochmal rein muss, ja? Dive Room lasse ich auf. Infirmary lasse ich auf. Weil ich will jetzt noch nicht da rein, weil ich da hoch muss dann. Ich will nur mal erstmal hier alle ausschließen, diese kleinen Räume, genau sowas. Da kann ich mich doch jetzt angucken, ne? Nee, kann ich nicht. Was ist denn das? Was ist das? Eine Zahnbürste. Okay. Bäh. Schön. Wundervoll, haben wir das auch gesehen. Okay. Dusche kaputt. Kann ich nichts mehr machen. Schade. Können wir noch nicht mal duschen? Oh, dieses Gematsche hier überall. Wahnsinn. Ah, nee, das wollte ich wieder zumachen. Ich glaube, ich hätte es andersrum machen sollen. Ich hätte zulassen. Egal. Okay. Also dieser Typ, der sich da versteckt hat unter der Decke, fand ich bis jetzt am creepigsten. Ach, das war schon mit Taschenlampe, alles klar. Oh nein. Oh mein Gott. Mit ihm? What the fuck did we do?
try not to think about it. My whole life, I've been a good man. We messed up, Sarah. There, there. I should have launched. Taken the chance. There's time. Ivashkin says we could try again, when things calm down. You gotta do it, you know. You got to. Okay. Ich dachte schon, dass das Catherine war, aber der hat doch Sarah. Oder bin ich jetzt total... Oh Gott, ist das schrecklich, Mann. Was ist denn das? Hä? Was haben wir jetzt gemacht? Theda, alles ist gut gelaufen. Die gesamte Besatzung wurde gescannt und in der Eiche gespeichert. Laden jetzt das Shuttle nach Omicron. Brechen so bald wie möglich auf. Omicron, Eames und ihre Besatzung begrüßten uns mit offenen Armen. Die Scans sind gut gelaufen. Wir sollten jetzt die meisten haben. Okay, jetzt lese ich anscheinend Jasper Hills Tagebuch. Tau, wir haben bei Tau 5 überlebende Mitglieder gefunden. Sie saßen hier monatelang ohne Funkverbindung und richtige Nahrung fest. Wir haben sie zwar alle gescannt, aber ich vermute, ihre Ankunft wird in der Arche zu Problemen führen, weil sie sich von Omicron im Stich gelassen fühlen. Ich hoffe nur, dass sich alle Beteiligten gegenseitig vergeben können. Fei. Die Scheiße ist am Dampfen. Wir konnten nicht starten. Gehen zurück nach Tau, um den Grund dafür zu finden. Okay. Ach, das war das. Das habe ich gerade nicht gesehen. Okay, also muss ich hier doch ein bisschen genauer gucken in diesen Hütten. Oh, wow. Alright. Das wollte ich wieder zumachen. Okay, hier kann ich hier... Ah, jetzt kann ich rausziehen, aber ich glaube, da wird nichts drin sein. Nope. Gehen wir nochmal hier rein. Okay. Alright. Oh, wow, das ist echt ein bisschen aufregend hier, vor allen Dingen... Okay. Can we do anything for him? No, we're out of sedatives. If we had a gun, this would be the time to pull it out. Did not expect it to end like this. Should have jumped the climber back to Omicron. Without the Ark? Forget about the Ark. No, you don't get to say that. It's the only thing left of value, you know that. Yeah. Promise you won't leave it behind. We'll all be dead one day. Then what? We'll better keep it safe until then. Don't want the wild to take it, swallow it whole. I'm sorry, Catherine. It's okay, Ian. Just let it out. Let it all out. Es sind hier echt zu viele Namen für meinen Geschmack. Ich kann mir das doch sowieso nicht merken. Also ich bin froh, dass ich Simon und Catherine hier mir merken kann. Okay, hier scheine ich nichts. Kann ich mir das anschauen? Nein. Nee. Hier scheint sonst nichts weiter zu sein. Alles klar. Ich gehe nochmal ganz kurz in diesen Raum da rein. Da waren wir schon, das weiß ich. Aber vielleicht habe ich hier was übersehen, weil ich hier so Störgeräusche gekriegt habe. Oh, hier ist aber heftig, du. Oh mein Gott, ich glaube, diese Tür muss ich aber sowas von wieder zumachen. Was war das? Ach, da kann ich... Noch ein Spind. Wieso geht der nicht auf? Geht nicht auf, egal. Diese Tür mache ich mal wieder zu. Oh, jetzt ist es auch besser mit diesen Störgeräuschen. Ja, super, hätte ich das mal vorher gewusst. Alright, diese Tür haben wir ja gerade durch Zufall wieder aufgemacht. Hier waren wir auch schon drin. Hier war auch nichts, dann mache ich das mal wieder zu. Jetzt gehe ich da hinten mal erstmal Infirmary...
Alright. Schauen wir mal, was uns hier, bevor wir da hinten in den Raum gehen, wo wir noch nicht drin waren, den wir erst gerade aufgemacht haben. Oh Gott, hier geht's weiter. Alles klar. Ist hier noch irgendwas? Nein. Hi there. You. You're different. Can I help you with anything? Oh, wer ist sie denn? Ah, hier Status im Team. Sarah Lindwall. Payload technician at your service. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And, I'm the only living person you've met. Oh nein. Oops, you mean sorry. I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed at? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the Gunner 5. Launch it into space. That was the plan, I meant. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. Just couldn't bring myself to let go. Tell the truth. I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Good luck. Errungenschaft freigeschaltet, gefährdete Arten. Clean this place up a little bit. Wie, sie ist der letzte lebende Mensch, oder was ist denn das? I'm glad you came by. Ja, ich leg mich mal hin, ja. That's awkward. Okay. I'm just sitting here. I can't believe I'm the last one. It's crazy. Hä, ich kann mich da einfach nur hinsetzen? Ein bisschen, also ich finde, das ist nicht so wohnlich hier mit diesem ganzen Zeug, was da aus den Wänden kommt. Das soll ich jetzt nehmen. Wo stecke ich das denn hin? Kommt da coole Musik raus? Da war noch was. Moment, kann ich das... Das möchte ich mir angucken, scheiße. Kann ich jetzt nicht mehr. Are you serious about me killing me? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a razor. Simon, this fucking sucks. Wieso soll... Jetzt komme ich hier noch in die Sterbehilfe-Nummer oder was? Muss mich jetzt hier entscheiden. Wieso kann sie das denn nicht selber deaktivieren? Ist sie gläubig und Selbstmord ist eine... Ja, das möchte ich mir angucken. Weil ich das Ding jetzt hier in der Hand habe, kann ich mir das jetzt nicht mehr angucken oder was? Kann ich das wieder abstellen? Ah, das kann ich... Oh Gott, offline. Ich versuche nochmal was anzurufen. Hello? Hello? Ja. Okay. Moment, das ist alles hier offline. Was ist das? Keine Angabe, weil wir da sind. Okay. Türverriegelung ist schon auf. Fotos.
Mrs. Catherine? Defekte Daten gefunden. Dateien wiederherstellen. Ja, mach mal. Oh, jetzt klingelt der da die ganze Zeit. Partielle Datenwiederherstellung erfolgt. Moment, das muss ich mal eben. Okay. Notfallration. Notfallration von Nadine Masters. Wenn Sie genau prüfen, welche herkömmlichen Chemikalien und Mischverbindungen sich in Pathos 2 finden lassen, sollten Sie damit Notfallsituationen überbrücken können. Letzter Zugriff von Sarah Lynn Wall. Ernährung durch die Venen von Richard Holland. Eine Anleitung, um bewusstlose oder komatöse Kollegen mit Infusion am Leben zu erhalten. Letzter Zugriff, Sarah Lynn Wall. Veränderung nach Bauabschluss von Astrid Krier. Methoden zur Platzschaffung für zusätzliche Nustlast, nachdem die Geschosshülse gebaut wurde und Delta verlassen hat. Zugriff, Catherine Chun. Okay. Was mache ich jetzt? Schalte ich das ab für sie oder was? Ich rede nochmal mit ihr. Doing something to keep you alive? Why? You're the last human. I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. I'm sure we have the Ark, but you're the real deal. Thanks. It's probably the best compliment I've ever got. Aww. But the truth is that the Ark is all we have. We have to accept second best. You know? Ich möchte dieses Foto an mir anschauen. Wieso geht das denn jetzt nicht mehr? Naja, Leute, ihr seht, ich versuch's, aber ich kann das Foto nicht. Gucken wir mal, was hier noch saß. I want to die. Just think about it. Wir gucken erstmal. Oh Mann, ey, ich guck erstmal hier rein. Have you washed your hands? Wet hands. Soap. Scrub 30 seconds. Rinse 10 seconds. Falls es noch welche unter euch gab, die nicht wissen, wie man seine Hände wäscht. Was mache ich denn jetzt? Ich meine, es ist ein Computerspiel, ja? Das ist nicht weitreichende... Aber ich mache mir da immer so einen Riesenkopf. Ich quatsche sie nochmal an. Was sagt sie? Go ahead. Go save humanity. What's left of it? She wants to die. Would you stay with me, please? It won't be long now. Just please just stay. What a crazy thing this was. Life. We still won't have to turn 30. I wish I could have died at home with my friends. You ever been to Greenland? It's very beautiful. Well, but at least when you get out of the city. Oh my gosh. Nanoq is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. I liked Pathos. Liked my colleagues. Ian, Nick, Jasper, even Kathy. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. I'm just there. I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there. To the stars. Oh, God. Black box is inactive. Probably found a way to switch it off. Oh mein Gott, das...
Okay, hier kann ich nichts mehr machen. Ich kann mir leider... Na, die Fotos nicht anschauen, meine Lieben. Es tut mir echt leid, ich kann auch das Ding nicht absetzen. Schade. Ich hätte es gerne nochmal gesehen. Alright, sie ist jetzt tot. Aber ich wollte sie halt hier nicht zurücklassen. Wisst ihr? Weil ich meine, was hat sie hier noch? Sie ist alleine. Ah. Ach, das ist ein Lift. Wohin muss das wohl? Dive Room. Okay, jetzt kann ich mir die Fotos... Aber wir machen hier mal kurz einen Cut, weil ich glaube, diese Folge ist jetzt schon eine halbe Stunde lang. Und ich will euch ja nicht überfordern. Meine Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich bin jetzt echt ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, ob fertig, aber das ist schon strange. Ich meine, wir haben jetzt den letzten Menschen, den letzten lebenden Menschen auf Erden wahrscheinlich beim Sterben geholfen. Ja, wir machen in der nächsten Episode weiter, dann schauen wir uns die Fotos an. Und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder einschaltet. Vielen Dank. Bis dann. Aloha.